Leute, good morning. Ich komme gerade aus der Dusche, so wie ihr euch denken könnt. Habe gerade meine Haare mal geföhnt. Muss jetzt gleich zwei Videos aufnehmen. Habe mich dafür schon mal jetzt ready gemacht. Und ja, später kommt das ganze Make-up runter, was ich mir gleich drauf mache, weil ich noch zum Kosmetiker gehe. Und ansonsten wollte ich euch noch erzählen, wie es so hier vorangekommen ist in der letzten Woche und euch ein bisschen was zeigen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Vlog. Ich würde sagen, das war es dann auch schon. Wir können mal alles runternehmen. Ich habe die Maske jetzt schon eine Weile drauf. Die ist wirklich, die riecht sehr, sehr angenehm. So, das erste Video ist ready. Das ist auf jeden Fall der Make-up-Look, der dabei entstanden ist. Ah, übrigens hängt auch mittlerweile endlich mal Licht hier oben. Der Kronleuchter, der noch in Wiesb in der vorletzten Wohnung hing, auch in meinem Arbeitszimmer, der hängt jetzt hier. Der ist zwar silber, ich bin mal zwar mehr so auf der Goldschiene, aber ich finde, der hat so gut reingepasst hier auch mit dem Kleiderschrank und dem Teppich und so weiter. Also das ist auf jeden Fall neu. Ansonsten habe ich gerade diesen Look geschminkt. Ich kann euch sehr gerne in der Infobox oder auch hier oben einfach diesen Look verlinken. Ist auf jeden Fall so ein Frühlingslook, wie ihr auch schön sehen könnt hier an dieser Farbe, bisschen was Frisches. Ich habe ganz viele Korean Beauty Produkte benutzt. Ich habe mal wieder eine Bestellung gemacht bei YesStyle. Ich habe da übrigens auch einen Code. Müsst mal schauen bei dem Video in der Infobox, ob der noch gültig ist. Und ja, habe viele Produkte ausprobiert, finde die mega cool. Übrigens, was ich auch neu habe, vielleicht interessiert es euch, weil ich es so schön finde, die Ohrringe und auch dieses Oberteil, was ich jetzt schon die ganze Zeit trage. Das sind meine, ist noch meine neue ASOS-Bestellung. Ich kann euch auch das sehr gerne in der Infobox verlinken. Also die Infobox ist auf jeden Fall sehr informativ dieses Mal. Schaut da mal vorbei und schreibt mir überhaupt mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt in die Infobox schaut, weil ich verbringe wirklich sehr, sehr viel Zeit oft damit, irgendwie alles herauszufinden, zu verlinken. Und manchmal frage ich mich so, ja, guckt da überhaupt jemand hin? Also ich lasse mir da sehr gerne auch Feedback. Eigentlich ein schöner Frühlingslook. I like a lot. So, und jetzt muss ich auf jeden Fall das zweite Video drehen. Theo schläft nebendran. Mein Mann ist losgefahren, muss meine Mama abholen. Ich hoffe, Theo schläft einfach ganz entspannt und ruhig weiter, damit ich mein zweites Video drehen kann. Und danach muss ich zum Kosmetiker. Und so schaut es übrigens dann aus nach so einem Dreh. Ich habe das übrigens hier so eine Unterlage, damit das Gold so in mein Gesicht reflektiert und die Aufnahme insgesamt schöner ausschaut. Hier liegt dann der ganze Kram herum. Hier habe ich mir mal angewöhnt, so ein Kästchen bereitzulegen, wo ich gleich den ganzen Müll hinlege. Gerade wenn ich so Video habe, wo ich viele Produkte auspacke, damit nicht alles hier herumliegt, sondern damit ich das gleich nehmen kann und in den Müll werfen. Hier oben habe ich mein Mikro, das ist mein Hintergrund, das ist mein Licht. Und ja, und ich habe immer noch keine Hose an. Oh mein Gott. Ihr schreibt mir manchmal, ich finde das so cool, dass ich einfach so authentisch und so echt bin. Und dann denke ich mir manchmal, ja, ist das jetzt gut oder nicht? Ja, ich habe keine Hose an, weil es wäre mir sonst, glaube ich, zu warm. Und ich bin generell so, ich laufe sehr gerne auch barfuß. So. So Leute, ich habe eine Hose gefunden. Ich habe mal die angezogen. Das ist so eine cord-beige Hose. Und die finde ich so schön, die liebe ich auch. Die hat hier solche Knöpfe. Die habe ich aber schon eine Weile und immer wenn ich sie anhabe, werde ich gefragt, woher die ist. Und ja, die ist von Topshop mal gewesen und die ist so schön. Ich liebe generell Cord. Wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren, weil es mal endlich nicht regnet. Der Himmel schaut zwar ganz dunkel aus, aber es regnet nicht, Gott sei Dank. Und das sieht so schön aus, wie so ein Poster. Wow. Und von da kommt ein bisschen Sonne. Und ich kann es schon kaum erwarten, wenn wir endlich Frühling haben und immer Sonne haben. Oh, ist ein bisschen windig. Wow. Das erinnert mich gerade, wisst ihr an was? An Irland. Wir waren mal mit dem Toschkin bei, wir haben nämlich Freunde, die bei Google arbeiten und die wohnen demnach in Irland. Und da waren wir mal und das war wirklich wie, also kann man gar nicht vergleichen, so ein bisschen so eine eigene Welt, weil das Licht und generell das Klima und wo wir da waren, das war so schön. Und das erinnert mich so ein bisschen gerade daran, ist aber schon lange her. Und ja, ich darf nicht den Anschluss verlieren, das ist ja der schwierige Part, berghoch. Dann gleich geht's bergunter. Und ich habe ja erzählt, dass ich meinen Kosmetikertermin habe. Der fällt aus, weil irgendwie
hat mich alles total überkommen und mein Mann ist auch zu spät nach Hause gekommen, dachte ich. Er war zu Hause, ich habe es nicht mitbekommen. Und dann konnte ich nicht mehr losfahren und hat sich alles verzögert. Deswegen gehe ich zum Kosmetiker erst nächste Woche. Aber ich weiß auch noch nicht, wann ich diesen Vlog hochlade. Vielleicht nehme ich euch da noch mit. Ansonsten seht ihr sowas ja immer in meiner Story. Jetzt gehen wir eine Runde spazieren. Und dann gehen wir nach Hause, spielen, essen, baden, schlafen. Das alles macht der Theo. Und wir sind dabei, wir sind sein Personal. Wir waren mal beim Kinderarzt und da haben die gesagt zu uns, das Personal darf das Kind ausziehen, so bevor der Arzt kam, um ihn abzuhören und so weiter. Mega witzig. Und seitdem sagen wir das auch immer, wir sind Theos Personal und er ist unser Chef. Leute, Freedom! Oh, das findet jetzt der Theo sehr spannend. Oh mein Gott. Hey Leute, good morning. Es ist ein neuer Tag. Ich wollte euch was zeigen. Erschreckt euch nicht. Das ist mein Kleiderschrank. Zumindest ein Teil davon. Ich hatte ein riesen Bügelproblem und zwar hatte ich nicht genug und die waren so schwarz und weiß gemixt, hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich jetzt neue bestellt, weiße bei Amazon. Die sind richtig cool. Die sind jetzt nicht besonders fancy, sage ich mal, wie die, die ich hier so hängen habe für meine Videos und so. Die sind relativ einfach, aber ich finde die sehr, sehr praktisch, weil da rutscht nichts runter. Man kann auch hier was hinhängen, wenn man irgendwie so kleine, dünne Träger hat oder so. Dann kann man die hier so reinhängen, wisst ihr, wie ich meine? Und man kann auch Hosen draufhängen und ja, auf jeden Fall war mein Ziel, genug Bügel zu haben endlich mal. Wie ihr seht, ich habe gut aufgestockt, dann kann ich auch mal diesen Haufen hier endlich aufhängen. Und ansonsten habe ich noch ein paar mehr bestellt, weil ich die schwarzen weg haben will und nur noch weiße. Und ich will auch nicht mehr 7 Sachen auf einem Bügel hängen haben, weil dann geht es total unter und ich verliere total den Überblick. Und das ist so mein To-Do, alles nochmal aufzuhängen. Und ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ja, ich glaube nur auf Instagram habe ich es euch erzählt. Es sind 3 Kisten Klamotten aufgetaucht bei dem Umzug. Total witzig. Deswegen habe ich jetzt so viele mega coole Kleider für Frühling und Sommer. Wir haben früher immer nur einen Kleiderschrank, der ungefähr so groß war wie der, mit meinem Mann geteilt. Und deswegen haben wir immer Sommer und Winter selektiert und die Sachen auch eben im Keller verstaut. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, hier Schatzel, bring doch mal die Sommersachen hoch. Und dann sagt er, ja, da war nur eine Kiste. Und dann sagt, denke ich so, hey, kann doch nicht sein. Ich meine, es sind Monate vergangen, ich konnte mich nicht mehr an Einzelteile erinnern, aber ich habe gesagt, es kann nicht sein, da fehlen auf jeden Fall Klamotten. Und er so, nein, nein, nein. So, jetzt sind sie aufgetaucht, ich freue mich sehr, ich habe das Gefühl, ich habe wie neu geshoppt und ja eben, das muss jetzt hier alles aufgehängt werden, das ist mein To-Do. Ich würde überall weiße Bügel haben, dass es auch ein bisschen einheitlicher wird, weil es sieht sowieso chaotisch aus, aber dann wird es wenigstens optisch ein bisschen schöner. Dann eben diese weißen Bügel, kann ich euch empfehlen, kann ich euch auf jeden Fall mal verlinken. Dann nächste Baustelle, oh mein Gott, bitte erschreckt euch nicht, Kisten. Das ist, glaube ich, mit einer der letzten, ja, hier oben im Flur stehen noch 2 und unten sind noch 3. Und diese 6 Kisten müssen jetzt auf jeden Fall endgültig ausgepackt werden, weil morgen nochmal jemand vom Umzugsunternehmen kommt und die Kisten abholt. Die müssen also leer sein. Und jetzt, please, erschreckt euch nicht. Ich habe einfach mal alles hier hingestellt. Ich habe nichts eingeräumt und es steht hier alles rum und ihr glaubt nicht, wie ungern ich hier reinkomme. Eigentlich mag ich dieses Bad. Gut, ganz meins ist es nicht, ne? Wenn man Badewanne hat und ein Kind, dann gehört die Badewanne eigentlich dem Kind. So, aber das stört mich überhaupt nicht. Mich nervt einfach viel mehr, dass hier alles so offen rumsteht. Es ist einfach Chaos pur. Und ich habe mir gestern beim Action solche Aufbewahrungskisten mal geholt. Das sind jetzt vielleicht auch nicht die super wunderschönsten, speziellsten, ich weiß auch nicht, aber die wird man nicht sehen. Die werden versteckt sein. Und hier werde ich einfach mal Backup an Duschgel, Shampoo und so weiter, Haarzeugs reinmachen und dann unter die Spüle, unter das Waschbecken. Da möchte ich auch was Neues haben. Es ist aktuell in Ordnung, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Das schaut so aus, das ist ja wirklich
total okay. Ne? Hier drin ist es dann so, man hat genug Stauplatzmöglichkeiten. Ja, ich habe noch mal Pyjama an, falls ihr meine Hose sehen könnt. Ja, aber es gefällt mir halt optisch überhaupt nicht. Ich will, dass es auch so längst ist, in so einem bräunlichen irgendwas mit Holz. Und ich will so Schubfächer haben, weil ich glaube, dann habe ich einfach viel besseren Überblick. Wenn ich die Schublade so aufziehe, dann kann ich viel besser sehen, was drin ist, als mit diesen Türen. Und dann total unpraktisch. Aber eins nach dem anderen, ich kann auch nicht, können auch nicht alles auf einmal hier kaufen und machen lassen. Und deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Ansonsten habe ich noch diese Kisten hier gekauft gestern. Und hier sind nämlich, ist nochmal sowas. Und das finde ich richtig praktisch. Eigentlich hat mir das am besten gefallen. Das weiß ich nicht, wo ich das hin tun kann, wo es nicht zu groß ist. Aber das wollte ich so oben hinstellen, neben dem Spiegel. Das sind so Fächer, die man dann sehen darf mit dem Inhalt. Und das werde ich natürlich verstecken, dass man es nicht unbedingt sieht. Und dann habe ich gestern noch was mega Cooles bei Action gefunden. Muss ich euch auch mal zeigen. Ich sage auch mal kurz Hallo. Gude! So, ich gehe mal runter. Ich zeige euch was ich gestern noch gefunden habe bei Action. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur wegen so Aufbewahrungsfächern in Action fahren. Und dann habe ich was gefunden. Oh mein Gott. Wie geil ist das? Also entweder könnt ihr das gerade richtig nachfühlen oder halt gar nicht. Ich finde das mega nice, weil ich habe auch schon eine bestimmte Vorstellung, wie das aussehen soll und wo das hinkommt. Also das ist ja so ein Hocker, aber nicht um drauf zu sitzen. Der ist auch sehr so naturbelassen, ne? Mit allen Dellen und Löchern, so wie das halt ist. Hier möchte ich entweder eine Pflanze draufstellen, die vielleicht irgendwie so, wo die Ästchen und die Blätter so ein bisschen runtergehen. Das finde ich ganz schön. Und dann stelle ich das neben die Couch beispielsweise. Oder ich mache das bei mir oben in meinem Arbeitszimmer, stelle eine Kerze drauf. Und wenn ich irgendwie meine Kaffeepausen drehe oder so, dann finde ich das super schön im Hintergrund mit einer großen Vase und Pampasgras oder so. Oder zum Beispiel aber auch im Sommer kann man das ja auch auf die Terrasse rausstellen. Weil wir haben so Terrassenmöbel, die so niedrig sind, ne? So gemütlich zum Sitzen, das ist dann die perfekte Höhe. Also, ich wollte nur kurz erzählen, das habe ich bei Action gefunden und ich bin total begeistert, dass die dort einfach sowas hatten. Mega, mega cool. Und dann noch eine Sache, die ich da gekauft habe. Zwar ist auch, kommt auch gerade aus der Spülmaschine. Oh, hot, hot, hot. Und zwar habe ich dort gekauft, diese Gläser habe ich auch bei Action gekauft. Wir haben schon 8 Stück von denen. Ich habe noch gestern 2 gekauft, weil die sind so simpel, aber ich mag die so gerne für Tee und Kaffee und so. Man kann super gut stabil halten. Die haben eine perfekte Größe, die sind super schlicht und ich liebe die. Deswegen habe ich noch gestern 2 geholt. So, jetzt habe ich die Spülmaschine aufgemacht. Jetzt muss ich sie natürlich auch aufräumen und ich muss auf Toilette. Hallo ihr Lieben, ich melde mich noch das letzte Mal für diesen Vlog. Ich glaube, der ist so wuschelig und durcheinander, es muss ein Ende haben. Ich habe gerade ein Reel gedreht, deswegen bin ich hier voll aufgestylt. So, da ist auch eben schon der Akku leer gegangen, ich muss schnell einen neuen reinmachen. Also, genau, ich beende hier meinen Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ich weiter regelmäßig vloggen soll. Ich habe eben, wie gesagt, ein Reels gedreht und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da bin ich stehen geblieben. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da seid ihr auf jeden Fall immer up to date, täglich. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, ich räume hier mal zusammen und zeige euch nochmal schnell das Nachher vom Bad. Ich habe gestern auf jeden Fall alles zusammengeräumt, umsortiert. Da liegt zwar immer noch was rum, aber ich lebe und arbeite ja hier auch, ne? Ich denke, wenn es zu clean ist und zu aufgeräumt ist, ist es irgendwie auch so, ja, wie so eine Ausstellung. Man wohnt ja aber doch trotzdem da, ne? Also schaut mal, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ich habe jetzt mal hier meine ganze Skincare, mein Abschminkzeugs aufgestellt, was ich so jeden Morgen, jeden Abend brauche. Ansonsten habe ich gerade Pinsel gewaschen, sonst wäre das auch nicht da. Das ist eine Sache von meinem Mann, die muss er noch sortieren. Aber sonst habe ich eigentlich so gut wie alles weggeräumt. Die Bilder muss ich auch noch überlegen, wohin. Also eigentlich ist noch gar nichts fertig. Nee, aber alles, was hier so sau doof rumstand, habe ich jetzt hierher verräumt in diese Kisten, die ich euch gezeigt habe, die ich von Action gekauft habe.
Und ja, bin auf jeden Fall super happy. Ich weiß nicht, habe ich euch schon über diesen Spiegel erzählt? Den habe ich mir bei Amazon gekauft, weil er nämlich so drumrum, weil er einfach so ein schönes Licht macht. So, das führe ich euch gerne mal vor. Das schaut jetzt natürlich in die Richtung nicht so optimal aus, aber wenn ich mich so filme zum Beispiel, dann ist es echt optimal, weil es überall gleichmäßig ist. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn ich für euch irgendwie Stories aufnehme aus dem Bad oder so, dann hätte ich gerne einfach ein schönes, gleichmäßigeres Licht und nicht immer so eins von oben, was einem solche Augenringe macht. Ja, bei allem, was ich jetzt hier fürs Zuhause, für mein Arbeitszimmer bestelle und kaufe, denke ich immer daran, wie sieht denn das durch die Kamera aus? Total verrückt, für manche vielleicht gar nicht nachvollziehbar, aber weil es so meine Arbeit ist, denke ich da immer so dran. Und ja, da ist Theos Spielzeug für die Badewanne, das wurde irgendwie auf einmal mehr. Aber ja, das war es dann auch für dieses Video. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ansonsten, wenn ihr jetzt gerade zum ersten Mal dabei seid, dann abonniert gerne meinen Kanal. Gebt dieses Video einen Daumen nach oben und ja, schreibt auch ein nettes Kommentar und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und bis dahin alles Liebe!